Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast oder herzlich willkommen, wenn du neu bist. Ja, also als allererstes grüße ich natürlich wieder lieben gern den guten Albin und den lieben Stefan von Stefans Duftplauereien und von der Duftprofiler, das ist nämlich Albin. Ja, erstmal liebe Grüße an euch. So, zweitens, auf dem Kanal, wisst ihr, geht es um Düfte und alles, pipapo. Ich produziere jetzt erstmal sehr viele Videos vor. Also wenn da zwischenzeitlich irgendwo mal immer was ist, was sich ändert, dann tut es mir schon mal leid. Grund, warum ich jetzt so viel vorproduzieren will, ist, meine Freundin und ich, wir erwarten ein Kind. Unser erstes und ja, dauert nicht mehr ganz so lang. Von daher, ja, produziere ich halt vieles vor, damit ja, das für den, ich sag mal, Kanal weitergeht, ganz normal. Ich natürlich dann viel Zeit natürlich dann auch mit dem Neugeborenen und sowas dann verbringe und mit ihr, was natürlich, denke ich mal, logisch ist. Darum, ja, weiß ich gar nicht. Werden viele Videos vorproduziert. Ich schätze mal, dass es sich bis zu dem Oktober zieht oder so. Wo man dann ein bisschen, ich denke mal, so die erste Zeit Ruhe, nicht Ruhe, aber so die erste Zeit überstanden ist. Ja, also falls ich dann nicht immer mal auf Kommentare schaffe zu reagieren, verzeiht es mir. Ich habe dann Tatsache andere Sachen im Kopf. Ja, aber damit auch für euch halt die Videos noch kommen und ihr halt nicht irgendwie große Verzögerung zwischendurch habt, produziere ich jetzt sehr viel vor. Muss hier natürlich dann viel Zeit jetzt reinstecken zu dem, was alles andere noch ansteht. Ja, also wird knackig für mich. So, das wollte ich nur als Info für euch da lassen, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ne? Also, seht es mir nicht nach. Danke. Fangen wir deswegen auch mit dem Duft hier an, um den es heute geht. In der letzten kleinen Duft-Haul hatte ich ja den Matrede Bleu. Ich sag mal Bleu. Blue denke ich nicht. Bleu ist ja auch egal. Ja, das ist ja der große 100 ml. Ja, um den soll es heute gehen. Ich sag mal so, ich sprühe noch einmal gleich für euch, keine Frage. Aber bevor ich sprühe, schauen wir doch mal, was wir so ungefähr drin haben, denn er hat auch ein bisschen mehr drin. Kopfnote haben wir unter anderem natürlich, lasst mich mal kurz raufschauen. Boah, rosa Pfeffer, Zitrone, Minze, Grapefruit, Bergamotte, Herznote, Ingwer, Jasmin, Muskat, Wassermelone, Basisnote, Patchouli, Sandelholz, Weihrauch, Ambra und noch ein paar andere Hölzer. Zwei, drei oder so. Ich blende euch das natürlich oder habe es euch natürlich eben schon wieder eingeblendet. Wir sprühen einmal frisch, erstmal so, obligatorisch der Sprüher. Ist okay. Einmal frisch raufgesprüht. Ja, also Sprüher war gut. Gibt definitiv schlechtere. Und wenn du sprühst, du hast so eine frische, so eine zitrische Note, was ja klar ist durch die Zitrone und sowas drin ist. Aber du hast auch dieses, wie sage ich das, leicht, so eine schärfligere Note. Liegt wahrscheinlich mehr am rosa Pfeffer. Wenn er sich legt, bleibt die auch durch Ingwer, der drin sein soll. Also du behältst auf jeden Fall diese schärflichere Note. Und was ich finde, was irgendwie gleich durchkommt, vielleicht bin ich auch da einfach empfindlicher. Ich habe schon vorhin drauf gespürt. Du merkst auf jeden Fall so eine diese dunklere Note gleich. Alleine sei es durch den Weihrauch.
oder durch diese Hölzer, die machen das dann schon dunkel. Also ich finde, man merkt das schon gleich, dieses auf jeden Fall rauchige. Ja. Im Großen und Ganzen, es klingt wie ein toller Duft. Es riecht wie ein toller Duft. Aber es gab auch eine Zeit, da habe ich den versucht zu testen und zu tragen. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht warum. Entweder ist meine, liegt es daran, dass meine Nase nicht so fein ist, sondern so abgestumpft, abgehärtet, kaputt, abgerockt, weil ich natürlich auf diese auch kräftigeren Düfte stehe. Was ich stehe, aber mag, so wie, weißt du, wisst ihr, Ombre Noir oder so. Oder hier den Noir, diesen Richtung Dupe oder hier unsere gute, billige Alternative vom Actionmarkt. Kann auch sein, dass meine Nase deswegen abgestumpft ist, weil diese ja, ne, starken, holzigen Düfte, die geben dir halt den richtigen Kick. Und ja, ich finde, wenn ich den getragen habe, das hat nicht lange gedauert, dann habe ich selber davon gar nichts mitbekommen mehr. Ich habe das Gefühl, der war so urschnell verflogen weg. Ne? Auch an den Klamotten dann. Mir kam das einfach so vor, als ob der, keine Ahnung, eine Stunde, zwei Stunden gehalten hat und dann war er weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es bei euch anders. Vielleicht habt ihr schon die Erfahrung gemacht mit dem. Deswegen, also für mich persönlich, mich holt er nicht ab. Vom Duft her selber, ja, riecht er super, riecht er schön, ne? Aber alles andere ringsherum, ja, ist er dann halt super schnell weg. Ich wüsste auch nicht, wenn ich jetzt blöde Chanel habe, ob es mir dann auch gefallen würde oder nicht. Ist ein super schöner Duft, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jeden Tag tragen würde. Ich weiß es nicht. Ja, das waren auf jeden Fall meine Erfahrungen jetzt so mit ihm, mit dem Matelle de Bleu oder Blue. Vorher hieß er ja Bleu de Chance. Das wurde ja umgenannt. Ja, deswegen weiß ich nicht, wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es doch da gerne mal dann in die Kommentare, falls ihr schon damit Erfahrungen habt. Ich weiß auch nicht warum. Wisst ihr, wenn ein Duft richtig gut ist, richtig geil, habe ich auch immer gesagt, ja, dann ist es ja eigentlich egal, wie lange er hält, ne? Ob es jetzt eine Stunde oder 10 ist. Also wenn der Duft richtig geil ist, ne? Das Ding ist, wenn du sie in die Klamotten sprühst, hält es ja sowieso immer mal ein bisschen länger, ne? Sind wir mal ehrlich, weil der Stoff, der hält, bindet das einfach besser. Aber ich weiß nicht, wenn ich den halt sprühe und ich habe ihn auch im Stoff und gefühlt nach einer Stunde kann ich das nicht mal am Stoff mehr wahrnehmen. Weiß nicht, da sagt es so für mich, ob es sich dann, wenn ihr den glaube ich bei La Tava bestellt für 19 Euro, ob es sich dann lohnt, Preis-Leistung dann. Aber das kann natürlich bei euch anders sein. Oder bei dir, wenn du es schon getestet hast und weißt, dass er bei dir länger hält. Weil dann finde ich das für 19 Euro, würde ich sagen, nicht gut. Nicht gut. Aber teilweise kriegst du ihn auch schon ab 14 Euro, davon abgesehen. Ja, oder wenn du es jetzt wirklich testen willst, gibt es ja jetzt auch die kleinen. Die habt ihr auch schon in der letzten Haul gesehen. Falls keine dazwischen kommt. Ja, das war es jetzt an dieser Stelle mit dem Video, würde ich mal sagen. Eure Gedanken und Meinungen zu dem Duft würde mich mal interessieren. Vielleicht habt ihr ja bessere gemacht. Ich leider nicht so. Von daher tut es mir leid. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Bis dahin, bleibt dufte. Ciao, ciao.